So, ganz herzlich willkommen im neuen Handelsjahr 2017. An dieser Stelle möchte ich euch ganz kurz hier eine, ja, beziehungsweise sogar drei Trading-Ideen vorstellen auf unsere Forex Pairs. Wenn wir uns hier mal die Trading Matrix anschauen, fällt auf, dass im Moment ja relativ wenige Basiswerte beziehungsweise Währungspaare hier an sich ein gutes Trendverhalten darlegen. Das bedeutet, dass einfach die übergeordneten langfristigen Trends mit den mittel- und kurzfristigen Trends übereinstimmen sollten, damit einfach die Dynamik, die hier zu erwarten ist, groß genug ist, um Gewinne auch zu machen und schöne Trendbewegungen zu haben. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, die sogenannte Saisonalität, also die jahreszeitlich bedingte Schwankung in den Währungspaaren, sollte auch noch in dieses ganze Bild mit einspielen und dementsprechend sollte hier einfach unsere Ampel entweder durchgängig auf Rot oder auf Grün stehen und sich zumindest nicht hier in den wichtigen Zeiteinheiten widersprechen. Schauen wir mal drauf. Der erste Blick soll heute wie immer gerichtet sein auf das Major-Währungspaar Euro gegen den US-Dollar. Wir schauen uns zunächst mal an das langfristige Chartbild im Wochenchart. Wir sehen, dass der Kurs hier weit unter dem EMA 200 als Trendfilter notiert, dass wir auch diese langwierige Seitwärtsphase über Jahre hinweg aufgebrochen haben, auch auf Schlusskursbasis dementsprechend, also auch diese Formation, die sich hier eben gezeigt hat, also gedeckelt von diesem Widerstandsbereich hier oben und eben, machen wir es mal schön, eine horizontale Widerstandszone hier im Bereich von 1,15 ungefähr und eben hier unten diesen leicht ansteigenden Hochs, das heißt hier wurde eben eine langjährige Korrekturformation nach unten verlassen und dementsprechend ist jetzt hier wieder etwas mehr zu erwarten. Der Trend setzt sich nach unten fort und das Ganze sehen wir natürlich auch in der nächst tieferen Zeiteinheit, dem Tageschart. Wir sehen einen EMA 200, der sich gen Süden neigt. Wir sehen einen Kursverlauf, der aus Sicht der Markttechnik und aus Sicht der Dow-Theorie hier ein wunderschönes Trendverhalten im Wechselspiel aus Progression und Regression, also aus Bewegung und Korrektur hier zeigt. Und dementsprechend ist es im Euro-US-Dollar eben aus meiner Sicht zu erwarten, dass sich diese Trends, die sich jetzt hier neu formiert haben im Wochen-, im Tageschart, fortsetzen sollten. Wir sehen im Stundenchart im Moment noch etwas Zurückhaltung. Wir sehen hier, läuft der Kurs von links nach rechts seitwärts im Moment leicht über dem EMA 200. Das heißt, wir sind hier in der Phase, dass eben der Stundenchart noch sagt, ja, eigentlich solltest du abwarten, wenn du Short gehen möchtest, pass etwas auf. Und von daher handle ich hier persönlich auch nur eine sehr, sehr kleine Einheit, nämlich ein sogenanntes Mikrolot. 0,01 Lot ist jetzt hier im Short-Modus drin. Warum? Weil einfach die Saisonalität hier eine sehr, sehr starke im Moment ist, nämlich eine abwärtsgerichtete. Schauen wir uns den Euro gegen den US-Dollar an im 20-jährigen Durchschnitt. Ungefähr hier im Bereich dieses Abwärtspotenzials bewegen wir uns jetzt. Das heißt, der Euro gegen den US-Dollar sollte in den nächsten ein, zwei Monaten durchaus 2% verlieren können. Wir sehen also eine Schwäche zum Jahresanfang, dann stabilisiert sich das Ganze im März. Das heißt, dieses Trading-Umfeld für die nächsten Wochen ist also zunächst mal bärisch. Das spricht hier für die übergeordneten Trends und dementsprechend ist der Stundenchart im Moment auch nicht überzubewerten. Kleine Short-Position ist im Markt. Ich habe sie gestern aufgemacht. Die Trades werden euch übrigens immer angekündigt und vorgestellt auf tradingstars.de und dann eben hier auch jetzt ordentlich durchnummeriert. Das heißt hier Euro-US-Dollar-Short-Swing mit CRV größer 4. Das bedeutet, wir haben einen relativ engen Stop-Loss und einen relativ weit entfernten Take Profit. Das Kursziel berechnet sich aus dem Wochenchart, findet ihr hier im Artikel. Ist eine ganz einfache Spannenprojektion und der Stop-Loss, der liegt hier über dem letzten sogenannten markttechnischen Punkt 3. Schauen wir es uns nochmal an. Hier oben über diesem langen Docht dieser Kerze liegt also hier der Stop-Loss. Risiko pro Mikrolot ungefähr 28 US-Dollar. Bedeutet auch hier für kleine Konten ist dieser Trade relativ entspannt durchführbar. Also Euro-US-Dollar-Short-Position zum Marktpreis eröffnet mit einem Stop-Loss, der hier liegt bei 1,088 und einem Take-Profit, der hier bei 0,9431 liegt. Die Position anschauen könnt ihr euch übrigens auf tradingstars.de unter dem Reiter Trading Journal. Da findet ihr also hier die Einstiege und auch nochmal die Nummerierung der Trades. Hier gibt es nochmal zu den Artikeln dazu. Stop-Loss jeweils angegeben, Take-Profit, wenn er schon verfügbar ist.
dann natürlich auch. Und dementsprechend werden wir hier das ganze Jahr jetzt unsere Analysen mittracken. Ihr findet hier auch den Link zum Live-Konto. Das heißt, ihr könnt hier wieder in das echte Konto reinschauen. Ihr seht, das ist ein MT4-Konto bei unserem Partner Fibo. Und dementsprechend hier also auch ein wirklich guter Broker, was die Spreads und vor allem was die Swap-Kosten angeht. Das heißt, hier muss man ein bisschen aufpassen. Das sind Swing- und Positionstrades, die werden über Nacht gehalten, über Wochen gehalten. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass ihr einen Broker habt, der eben hier nicht in den Swap-Kosten euch abkassieren möchte, der also nicht über Nacht mit jeder Position hier nochmal immense Summen ja, euch abkassiert. Könntet theoretisch das Konto sogar mittraden, wenn ihr wollt. Wer Interesse dazu hat, der kann hier im Grunde genommen einfach auf Invest klicken und dann die Trades kopieren. Ansonsten schauen wir weiter. British Pfund US-Dollar ist hier auch eine Währung, die im Moment recht interessant ist. Wir haben den langfristigen, mittelfristigen, kurzfristigen Trend abwärts gerichtet und wir haben ganz schwache Seasonals, also Saisonalitäten. Das bedeutet, hier ist ein Trade natürlich hochinteressant. Ich schaue mal kurz auf die Chartbilder. Wir beginnen mit der Woche. Das ist ganz klar und ohne Diskussion ein schöner, steiler Abwärtstrend, der sich jetzt scheinbar auch fortsetzen kann. Wir sind also hier in der Bewegungsphase gewesen. Jetzt haben wir uns korrigiert bis zum letzten Ausbruchsniveau. Das ist völlig ausreichend. Das ist ungefähr das 50% Fibonacci Retracement und jetzt geht es hier normalerweise auch in Richtung des übergeordneten Trends weiter. Das heißt, hier eine Short-Position im Markt und ihr seht schon den Stop-Loss hier über diesen letzten Verlaufshoch. Gehen wir mal weiter in den Tageschart runter und da sehen wir sehr, sehr schön, dass sich hier eine sogenannte Schulterkopf-Schulter-Formation aktiviert hat. Wir sehen also hier die Nackenlinie in Verbindung dieser zwei Tiefs. Wir sehen hier die linke Schulter, hier den Kopf und hier die rechte Schulter der Formation. Das wurde auch schon nach unten durchstoßen und dementsprechend habe ich auch hier direkt zum Marktpreis eine Short-Position eröffnet. Jetzt ist es so, der Stop-Loss liegt hier über dem Kopf der Formation, wie das also nach Lehrbuch auch funktioniert und das Risiko beträgt hier mit einem Mikrolot ungefähr 65 US-Dollar. Ist jetzt im Vergleich zur Euro-US-Dollar-Position deutlich größer. Und dementsprechend ist also hier das Ziel, sobald sich die Bewegung hier nach unten abspielt, also sobald wir den Tagesschlusskurs unter diesen Tiefs bekommen, den Stop-Loss an die rechte Schulter der SKS-Formation ranzuziehen und eben das Risiko dann auf ein normales Niveau runterzufahren. Ja, so viel zum British Pfund US-Dollar. Schauen wir noch ganz kurz auf die Seasonals, auf die Saisonalitäten, wie ist es da in der Regel im britischen Pfund? Hier auch eine deutliche Schwäche im Jahresanfang. Hier im Januar geht es runter, im Februar geht es runter und bis in den März hinein sollte man das eher auf der Short-Seite anpacken, dieses Währungspaar. Jetzt gibt es noch ein ähnliches Währungspaar, das auch sehr, sehr schön konvergent ist in den Zeiteinheiten. Euro-British Pfund, Wochenchart, Tageschart, Stundenchart abwärts, bzw. aufwärts gerichtet und hier die Seasonals nach oben. Bedeutet, wir haben hier also das britische Pfund im Vornamen stehen, eine Schwäche des britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Und hier haben wir das britische Pfund im Nachnamen stehen. Das bedeutet, der Euro ist im Gegensatz zum britischen Pfund relativ stark. Ist natürlich klar, das britische Pfund wertet hier sozusagen gegen US-Dollar ab und gegen den Euro ab. Und hier ist es so, dass man sehr, sehr ähnliche Währungspaare hat. Wir wissen ja, Euro-US-Dollar nah an der Parität und wir handeln hier praktisch zweimal das britische Pfund. Man sollte also eigentlich nicht beide Positionen traden. Jetzt ist es aber so, wir haben beides mal die Möglichkeit zu handeln, dann sollte man sich die beiden mal näher anschauen. Das kann man machen mit einem einfachen Vergleichschart. Blau ist jetzt britisches Pfund gegen US-Dollar und wir sehen hier unten im roten Liniengrafen britisch Pfund gegen den Euro. Das sind jetzt beides ungefähr ein Jahr im Vergleich und wir sehen, dass britisch Pfund US-Dollar im Jahresvergleich noch etwas schwächer ist als britisch Pfund gegen Euro. Das heißt, ich suche mir hier natürlich das schwächere Paar aus und handle sozusagen den Schwächling, nutze hier also diese relative Schwäche und gehe eben dann im British Pfund US-Dollar die Short-Position ein und nicht im Euro gegen British Pfund eine Long-Position. Das ist, denke ich, relativ klar, aber eben wichtig, dass man das so ein bisschen im Blick hat. Den letzten Kandidaten, den ich euch jetzt noch kurz vorstellen möchte, ist der Euro gegen den australischen Dollar. Tageschart ist relativ schön nach unten gerichtet. Wir sehen hier immer wieder den Kampf mit der 200-Tage-Linie. Im Moment sieht es so aus, als ob wir mindestens mal wieder an die Unterstützungszone hier unten ranlaufen. Da waren wir sehr oft und eben wird der Kurs auch wieder angezogen von diesem Bereich. Dementsprechend eine
Short-Position. Und dann war es gestern so, habe es euch hier im Artikel auch gleich vorgestellt, dass wir eben hier ein sogenanntes technisches Doppeltop im Stundenchart hatten. Das bedeutet im Stundenchart eben einen Bereich, einen Horizontalwiderstand, an dem der Kurs zweimal hängen geblieben ist. Das ist hier dieser Artikel Trade Nummer 3, Euro Austral Dollar mit Doppeltop im Stundenchart. Und dementsprechend war es hier eben so, dass wir an dieser Position hier nicht weitergekommen sind, dass also hier zweimal dieses Scheitern an der EMA 200er Linie stattgefunden hat und dass ich hier drunter einen Sell Stop gelegt hatte. Ihr seht es also hier auch nochmal im Artikel, im alten Chart, so sah das eben da aus. Dann hat man eben hier gesagt, okay, wenn er zweimal scheitert, dann wird er wahrscheinlich hier zunächst mal den Kampf verlieren und weiter in die Erholung übergehen, diese Unterstützung suchen und dementsprechend relativ entspannter Einstieg. Wir sehen, das hat sich jetzt auch schon ein bisschen bewegt. Und da wir das ganze Jahr im Stundenchart eingegangen sind, diesen Trade, ihr seht den Stop-Loss hier über diesen Vortageshoch, könnte man also jetzt, das Signal wurde aktiviert, der Kurs ist auch schon gelaufen und dementsprechend könnte man also jetzt hier tatsächlich auch schon den Stop-Loss runterziehen. Das bedeutet, ich könnte den Stop-Loss jetzt schon wieder an das nächste Bewegungshoch im Stundenchart nachziehen. Das ist jetzt hier das Hoch bei 1,4345. Das heißt, wir können, ja, jetzt schauen wir mal kurz, wie der Spread hier ist. Ist immer noch wichtig, das sind ja nur die Bitkurse, die angezeigt werden. Wir haben also hier ungefähr, ja, einen, ja, beziehungsweise sogar ein bisschen mehr. Wir haben hier relativ hohen Spread, dritte Nachkommastelle mit einem Punkt sozusagen belastet. Und da müssen wir eben dem Ganzen auch Rechnung tragen und den Stop-Loss eben auch so setzen. Das bedeutet hier das Hoch bei 1,4345 und der Stop-Loss kann dann eben gehen auf die 1,4346. Da kann er jetzt also hinwandern. Stop-Loss wird gleich geändert, 1,4360. Und ihr seht, da ist jetzt also leicht im Einstand und dementsprechend kann hier also schon mal nicht mehr viel schief gehen mit dieser Position, es sei denn, wir kriegen eine Slippage. Das ist aber zumindest bei dem Broker sehr selten der Fall. Wir sehen also jetzt hier, ich habe sogar drei Positionen aufgemacht. Warum? Naja, weil das Risiko natürlich sonst im Stundenchart zu klein ist. Das heißt, ich habe jetzt nicht einmal 0,03 Lot aufgemacht, sondern dreimal 0,01 Lot, einfach um später dann Teilverkäufe möglich zu machen. Ich habe beispielsweise zwei Take Profits hier unten gesetzt an dieser Unterstützung im Tageschart. Das sehen wir hier in dem Bereich 1,4120 und ein Take Profit, denn eine Drittelposition würde ich dann eben weiterlaufen lassen bis hier runter in den Bereich 1,3740. Das ist dann auch wieder eine sogenannte Spannenprojektion, die wir hier machen können, beziehungsweise schaut euch das an. Wochenchart ist einfach hier die nächste starke horizontale Unterstützung. Das sind dann um die 46 US-Dollar Gewinn. Das Risiko waren um die 8 Dollar. Dementsprechend ein gutes CFV auch hier. Und selbst für die kleinen Take Profits ist ein CFV von 2 zu 1 gegeben. Und dementsprechend ist das also vollkommen in Ordnung, auch so zu handeln. Ihr seht, man kann auch mit kleinen Konten relativ schön durch Nutzung eben des Hebeleffekts agieren, aber wichtig, der Hebel birgt natürlich auch Risiken. Ihr könnt hier mit einem Hebel von 200 oder 400-fach von eurem Kapital handeln. Das müsst ihr natürlich begrenzen, dieses Risiko, und dementsprechend ist natürlich diese Stop-Setzung, ihr habt es gesehen, ganz, ganz wichtig. Überall ist ein Stop-Loss drin bei jeder Position und ihr seht auch schon, wenn ich mal einen Stop-Loss habe, der etwas größer ist vom absoluten Betrag her, dann plane ich dann auch relativ zügig diesen nachzuziehen. Könnte aber es dennoch verkraften, wenn die Position mir um die Ohren fliegt. Das ist also ganz wichtig. Kennt in der Regel bitte immer das Risiko, wenn alle Positionen auf einmal in den Stop-Loss laufen würden, solltet ihr trotzdem wissen, was ihr in dem Moment an Geld verlieren könnt. Ihr seid ja dafür selbst verantwortlich. So viel von mir zur Stunde. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und dementsprechend hören wir uns gerne natürlich morgen zum Webinar. Das heißt, wer morgen Abend Zeit hat, der findet hier auf tradingstars.de im Bereich Events natürlich hier unser morgiges Webinar und dementsprechend hier der Jahresausblick am 12. Januar um 12 Uhr, 20:30 Uhr. Morgen Abend DAX, Euro, US-Dollar, Gold und Co. Wir schauen einfach mal, wie ist das letzte Jahr gelaufen, wie könnte es nächstes Jahr weitergehen vor allem auch, und natürlich schauen wir auch wieder auf unsere aktuellen Trading-Ideen. Ich sage danke und euch eine gute Woche. Bis bald.